Ja, hallo Lindenberg. Ich freue mich, dass Sie alle heute hier zu einer Wahlkampfveranstaltung der freiheitlichsten und der demokratischsten Partei in unserem Land gekommen sind, dass Sie den Mut gefunden haben, und ich bedauere, dass tatsächlich in diesen Zeiten Mut dazugehört. Warum sage ich, dass wir die freiheitlichste Partei in diesem Land sind? Weil wenn man sich anschaut, wie die Problemlösungen der anderen Parteien aussehen, dann kann jeder ganz klar erkennen, die kennen nur staatliche Lösungen. Die kennen nur staatliche Lösungen, indem sie dem Steuerzahler noch tiefer in die Tasche greifen und dann auf staatliche Weise versuchen, Probleme zu lösen. Das sehen wir bei der Thematik Kita, das sehen wir bei der Thematik der Pflege, das sehen wir bei der Thematik des Wohnungsbaus. Unser Ansatz als AfD ist ein anderer. Wir sagen, wir wollen die Menschen stärken, wir wollen die Menschen unterstützen, dass sie tatsächlich mehr Freiheit haben, dass beispielsweise das Problem der Mietwohnungen so angegangen wird, dass wir die Bauvorschriften, diese ganze Bürokratie, die sich dort in den letzten Jahren entwickelt hat, dass wir das wieder auf ein normales, auf ein vernünftiges Maß zurückführen, damit entsprechend mehr Menschen in diesem Land auch in der Lage sind, selbst Eigentum zu erwerben und eben nicht zur Miete wohnen müssen. Das ist unser Ansatz, die Menschen tatsächlich fähig zu machen, sich selbst Eigentum zu schaffen. Wir wollen nämlich nicht, dass alle Menschen in diesem Land mittel- und langfristig an der Nadel des Staates hängen, wie das andere Parteien anstreben. Und auch bei der Thematik der Kita, der Kinderbetreuung und bei der Thematik der Pflege haben wir als AfD einen freiheitlichen Ansatz. Wir sagen, es gibt niemand, der sich besser um die Alten und Pflegebedürftigen kümmern kann, wie tatsächlich die eigenen Familienangehörigen. Und deswegen müssen wir zuallererst die Familienangehörigen unterstützen, deren Arbeit honorieren, damit gar nicht so viele tatsächlich in diese Pflegeheime müssen und damit dort eine gewisse Entlastung entsteht. Und wir sagen bei der Kinderbetreuung, ein Kind gehört vorrangig zu den Eltern und die Eltern sollen die Wahlfreiheit haben, eine tatsächliche Wahlfreiheit. Gebe ich mein Kind in eine Ganztagesbetreuung oder kümmere ich mich selbst um mein Kind und bringe meinem Kind von klein auf alles bei? Denn unser Ansatz ist zu sagen, ein Kind und seine Eltern, das ist die Keimzelle unserer Gesellschaft, die müssen wir stärken, denn darauf baut alles andere in unserer Gesellschaft auf. Wenn Sie sich anschauen, was das Hauptthema der anderen Parteien ist, dann sind Sie heute hier bei diesem Hauptthema der anderen Parteien im Wahlkampf, denn das Hauptthema, mit dem die anderen Parteien momentan im Wahlkampf unterwegs sind, das ist tatsächlich die AfD. Es ist eine Stimmung, die inzwischen in diesem Land entstanden ist, durch Fake News, durch Markus Söder, der auf einem Parteitag der CSU, auf dem diese ihr eigenes Wahlprogramm vorstellt, einmalig in der Historie, tatsächlich sich nicht entblödet, Fake News über die AfD zu verbreiten, zu behaupten, wir würden am liebsten jedem Menschen in diesem Land ein Gewehr in die Hand drücken und ihn auf die Straße als Bürgerwehr schicken. Nein, das ist nicht unsere Forderung. Unsere Position ist, dass die bestehenden Waffenrechtsregelungen ausreichen, dass sie nicht weiter verschärft werden dürfen, dass wir nicht jeden Waffenbesitzer in diesem Land kriminalisieren dürfen und grundsätzlich als Schuldigen ansehen dürfen, denn damit tun wir zahllosen Sportschützen und Jägern in diesem Land Unrecht. Das ist die Position, die wir tatsächlich vertreten und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie es die CSU erzählt, die AfD würde freien Waffenbesitz für jeden fordern. Nein, das ist nicht unsere Position, aber unsere Position ist, wir müssen in diesem Land endlich wieder eine vernünftige Innenpolitik haben, die darauf schaut, wer tatsächlich in diesem Land alles an illegalen Waffen rankommt, mit illegalen Waffen unterwegs ist und mit diesen illegalen Waffen gegebenenfalls Straftaten begeht. Denn wir wissen, der Großteil der Straftaten in diesem Land, der Großteil des Terrorismus in Europa, die werden alle mit illegalen Waffen angegangen. Und die CSU, sie möchte nur davor verschleiern, dass sie in der Innenpolitik brachial versagt hat. Wir erleben tatsächlich ein Klima der Demokratiefeindlichkeit in diesem Land. Wir erleben
dass ca. 80% der Plakate, die wir als AfD aufgehängt haben, schon heruntergerissen wurden. Wir haben erlebt, dass Großflächen angezündet worden sind. Wir haben sogar in Großstädten wie Fürth und München erlebt, dass vermummte Gruppen von Menschen auf unsere Infostände zugelaufen sind, diese binnen weniger Sekunden zerlegt haben in alle Einzelteile und dann wieder abgehauen sind. Wir haben zahlreiche Leichtverletzte, wir haben Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und so weiter. Das ist das tatsächliche aktuelle Wahlkampfklima in diesem Land. Und was man daran sieht, meine Damen und Herren, ist, dass die anderen Parteien allesamt, die Menschen gegen uns aufhetzen, dass sie mehr Angst vor der AfD haben als Vaterlandsliebe, denn denen geht es um ihre Posten, an ihren Posten kleben zu bleiben und nicht um unser Land. Meine Damen und Herren, reden wir Klartext über die CSU. Die CSU ist die Partei, die auf Bundesebene und auf Landesebene den Innenminister stellt. Ich denke, da wird der Kollege Gottfried Curio nachher noch einiges zu sagen. Die CSU, sie könnte ganz anders, wenn sie wollte, aber das Problem, was wir in diesem Land haben, ist, sie will gar nicht anders handeln, als sie es tut. Und deswegen braucht es eine demokratische, vernünftige Alternative in diesem Land. Und ich freue mich, dass immer mehr Menschen zu dieser Erkenntnis gelangen. Wir als AfD, wir haben schon lange formuliert und ganz klar auch formuliert, wie eine vernünftige Zuwanderungspolitik in diesem Land aussieht. Umfassende Grenzkontrollen, das Thema ist schon angesprochen worden, konsequente Rückführung aller abgelehnten Asylbewerber und aller straffälligen Ausländer und Asylzentren außerhalb der Europäischen Union. Asylzentren außerhalb der Europäischen Union, übrigens eine Forderung, die in Europa sehr viele inzwischen teilen. Selbst die Sozialdemokratie in anderen Ländern wie Dänemark ist inzwischen so weit, dass sie sagt, das ist die einzige Lösung, die es für die Zuwanderung in Europa über das Thema Asyl geben kann. Mit Asylzentren außerhalb der EU, das sei ganz klar dargestellt, ist es sinnlos für die Zuwanderer, sich auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer zu machen. Die Schlepper machen wir damit arbeitslos. Die Menschen müssen sich nicht mehr auf irgendwelche Seelenverkäufer begeben. Und deswegen ist ganz klar, die Anreizpolitik der Europäischen Union und der Bundesregierung, die ganz viele Armutsmigranten auf das Mittelmeer gelockt hat, von denen dann etliche dort gestorben sind. Diese Toten, die dort gestorben sind, es sind die Toten der Politik von Jean-Claude Juncker und von Angela Merkel und von niemand anderem. Wir sagen, es braucht konsequente Rückführungen. Das ist die Position, die wir vertreten. Und wenn Sie rausgehen aus diesem Saal und Sie schauen sich draußen die Plakate und Großflächen an, dann finden Sie noch eine andere Partei, die Ihnen versucht, das weiß zu machen. Und das ist die CSU. Aber die CSU macht eine Politik der Masseneinwanderung. Ich werde Ihnen jetzt kurz belegen, warum. Im August diesen Jahres, 1,5 Monate ist es jetzt her, hat Markus Söder höchst selbst verkündet, dass nun in Bayern auch 3+2 gilt. 3+2 bedeutet, dass jeder abgelehnte Asylbewerber, also jeder Mensch, bei dem feststeht, dass er nicht politisch verfolgt ist, dass er kein Flüchtling ist, dass er keinen Schutz auf Zeit genießt, der eigentlich dieses Land konsequenterweise wieder verlassen müsste, dass jeder dieser Menschen, wenn er nur eine Ausbildung beginnt, dauerhaft in Bayern bleiben kann. Das ist die Realpolitik von Markus Söder und der CSU. Das, meine Damen und Herren, ist letztlich die Perversion des Asylrechts, denn das Asylrecht ist dafür geschaffen, wirklich politisch verfolgten Menschen Schutz zu gewähren. Was man aber so macht, ist, dass man das Signal in die ganze Welt heraussendet, es ist vollkommen egal, ob du ein politisch verfolgter Mensch bist, ob du beispielsweise ein Christ aus Saudi-Arabien oder ein Homosexueller aus dem Iran bist oder ob du zur Mehrheitsgesellschaft in diesen Ländern gehörst. Es ist vollkommen egal, warum du nach Deutschland kommst. Wenn du dich halbwegs geschickt anstellst, kannst du dauerhaft in Deutschland bleiben und kannst dauerhaft vom deutschen Wohlstand und Sozialsystem profitieren. Und das ist eine Politik,
die hat nichts, aber auch gar nichts mit Humanität und Menschlichkeit zu tun, sondern das ist letztlich die Perversion des Asylrechts und dient dazu, dass die Menschen, die in dieses Land kommen, weil sie tatsächlich politisch verfolgt sind, weil sie fliehen vor den Mehrheitsgesellschaften der Verfolger, dass sie hierzulande in den Asylbewerberheimen und auf der Straße und im Deutschkurs wieder mit der Mehrheit ihrer Verfolger aus den Heimatländern zusammenkommen und dass wir inzwischen schon Fälle haben, wo eine afghanische Christin in Oberbayern letztes Jahr brutal vor den Augen ihrer Kinder abgeschlachtet worden ist, weil ein afghanischer Muslim gesagt hat, es gibt kein größeres Verbrechen als die Konversion vom Islam zum Christentum. Das, meine Damen und Herren, gehört nicht zu Deutschland, das darf auch niemals zu Deutschland gehören. Und deswegen sagen wir, das Asylrecht darf nur wirklich politisch Verfolgten Schutz gewähren und es darf nicht zum Masseneinwanderungsinstrument in unser Land verkommen. Weniger als 1%, um das mal klar darzustellen, weniger als 1% der Menschen, die nach Deutschland kommen, sind tatsächlich politisch verfolgt. Das sind die Menschen, die nach Artikel 16a Grundgesetz tatsächlich Anrecht auf Asyl haben. Und diese kleine Anzahl von Menschen, die wären wir in unserem Land tatsächlich in der Lage zu integrieren, zu assimilieren in unsere Gesellschaft und in unsere Werte, denn die sind auch dazu total bereit. Die sind nämlich heilfroh, dass sie aus ihren Ländern mit den archaischen Werten, unter deren Verfolgung sie gelitten haben, dass sie daraus entfliehen konnten und sie sind heilfroh, in ein anderes Land zu kommen und hoffen dort auf eine bessere Zukunft und sind deswegen auch bereit, diese Werte anzunehmen. Was wir aber nicht dulden dürfen, sind diese ganzen Parallelgesellschaften. Wir haben gedacht, 3+2 wäre schon die Spitze. Aber der bayerische Innenminister, der Mensch, der in Bayern für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, der hat das Ganze 2 Wochen später noch weitergetrieben. Der hat nämlich Ende August verkündet, nicht nur für jene, die eine Ausbildung beginnen, die dürfen bleiben, sondern auch die Pflegeschüler. Und die Anreizsetzung damit ist eine völlig falsche. Wir haben zahllose Menschen, die zu uns kommen, aus den Gesellschaften Afghanistans, Syriens, des Nahen und Mittleren Ostens und aus Nordafrika, die aus Gesellschaften kommen, wo diese Menschen von klein auf mitbekommen, über ihre Fernsehkanäle, über die Eltern, über die Gesellschaft, über die Moscheen indoktriniert, dass jeder, der andersgläubig ist, weniger wert ist als Tiere. Und sie kommen aus einer Gesellschaft, in der sie lernen von klein auf, dass der Bruder viel mehr wert ist wie die Schwester und dass der Vater mehr wert ist wie die Mutter. Und dass in Afghanistan beispielsweise in vielen Regionen eine Frau weniger wert ist wie der Esel. Das ist die Realität, mit der diese Menschen zu uns kommen. Und das ist auch das Gesellschaftsbild und das Weltbild, mit dem diese Menschen zu uns kommen. Und jetzt zu sagen, sollen diese Menschen doch eine Pflegeausbildung machen, dann können sie dauerhaft bei uns im Land bleiben, sollen sie als Pflegeschüler hier bleiben, damit lassen wir diese Menschen auf die schützenswertesten Menschen in unserer Gesellschaft und die wehrlosesten Menschen in unserer Gesellschaft los. Und das Das, meine Damen und Herren, ist eine Katastrophe. Ja, wir müssen die Probleme in der Pflege angehen. Aber die Probleme in der Pflege müssen wir angehen, indem wir die Bürokratie deutlich senken, indem wir Anreize dafür schaffen, dass Familienangehörige sich stärker um ihre eigenen Angehörigen kümmern können und indem wir sagen, wir erhöhen die Entlohnung für die Menschen, die in der Pflege beschäftigt sind. Das ist der Ansatz, den wir als AfD haben, auch den wir auch deswegen haben, weil wir wissen, dass unter den Menschen, die in den Pflegeheimen sind, viele sind, die leicht geistig verwirrt sind, die dement sind, die schwerst irritiert sind und für die es eine unglaubliche, auch gesundheitliche Belastung ist, wenn sie niemand mehr in ihrem Umfeld haben, der vernünftig Deutsch in ihrer Heimatsprache mit ihnen sprechen kann. Auch darüber müssen wir an dieser Stelle Klartext reden. Wir brauchen tatsächlich Menschen in der Pflege, die wirklich gut Deutsch sprechen. Ja, wir haben hier in Bayern einen Ministerpräsidenten, der es mit seiner Politik, die dem
in der Realpolitik häufig widerspricht, was er uns erzählt, geschafft hat, binnen weniger Wochen, weniger Monate, unbeliebtester Ministerpräsident in ganz Deutschland zu sein. Und das ist tatsächlich zu Recht passiert. Ich möchte einfach nur mal auf zwei Beispiele an der Stelle verweisen. Erstes Beispiel: Grenzpolizei. Grenzpolizei. Wir haben von 90 Grenzübergängen zu Österreich, nur zu Österreich, die wir hier in Bayern haben, sind weiterhin 97 unbewacht. Und genauso viele waren es auch, bevor Markus Söder die Grenzpolizei eingeführt hat. Und ich habe dazu, und diese Möglichkeit werden wir demnächst auch im Bayerischen Landtag haben, ich habe im Deutschen Bundestag dazu die Bundesregierung befragt und habe gesagt, was ist denn die Erfolgsbilanz dieser Grenzpolizei? Was sind die harten Fakten? Und die harten Fakten ist, dass es 500 Beamte sind, die letztlich Schleierfahndung machen, wie übrigens auch der bayerische Innenminister ganz offen zugibt, der sagt, Joachim Herrmann, die Grenzpolizei ist gar nicht an der Grenze stationiert, sondern die Grenzpolizei, die ist nur befugt, Schleierfahndung im Hinterland zu machen. Und bei dieser Schleierfahndung haben sie tatsächlich 9 illegal Eingereiste binnen der ersten 6 Wochen aufgegriffen, haben diese der Bundespolizei übergeben, so ist das Prozedere. Und die Bundespolizei hat von diesen 9, die sie aufgegriffen hat, 5 nach Deutschland einreisen lassen, weil die gesagt haben Asyl, und 4 wieder über die Grenze zurückgeschickt. Das ist die Realpolitik der CSU. Wir geben aber Millionen jeden Monat für die Polizisten, für die Ausstattung aus, um effektiv 4 Menschen binnen 6 Wochen über die Grenze zurückschieben zu können. Nein, meine Damen und Herren, Markus Söder ist auch deswegen unbeliebtester Ministerpräsident in so kurzer Zeit geworden, weil die Leute es leid sind, sich hinters Licht führen zu lassen. Es gibt nur eine einzige vernünftige Konsequenz in der aktuellen politischen Situation, und die ist, alle Grenzübergänge zu kontrollieren und bei jedem, der da über diese Grenze kommt, nachzuprüfen, bist du tatsächlich berechtigt, nach Deutschland einzureisen oder bist du es eben nicht. Wir müssen in Deutschland wissen, wer zu uns kommt. Ein Satz dazu noch, es ist für uns Deutschland, als Deutschland tatsächlich eine Schande, dass die Dänen inzwischen kontrollieren an ihrer Grenze, wer aus Deutschland denn nach Dänemark einreist, weil sie eben kein Vertrauen mehr darauf haben, weil wir so viele Kriegsverbrecher des Islamischen Staates und so viele Salafisten und Islamisten inzwischen in Deutschland haben. Und die Dänen sagen, die müssen wir an der deutsch-dänischen Grenze herausfiltern, weil wir Angst vor Anschlägen ansonsten in unserem Land haben. Das ist eine Schande für die deutsche Politik. Nächstes Thema, Familiengeld. Ich sitze im Deutschen Bundestag im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und da sitzen auch eine ganze Reihe Kollegen von der CSU. Und wir haben jetzt in Bayern ein Familiengeld bekommen, das man eingeführt hat vor der Wahl, sehr aktionistisch, das schon die ganze Verzweiflung der CSU aktuell zeigt. Da werden 300.000 Bürger auf Staatskosten angeschrieben, auf Steuerzahlerkosten wohlgemerkt, um Ihnen mitzuteilen, es gibt jetzt einen Geldsegen für euch, aber ihr müsst gar nichts tun. Meine Damen und Herren, das ist verdeckte Wahlkampffinanzierung, das ist unredlich, unlauterer Wahlkampf. Das monieren übrigens nicht nur wir von der AfD, sondern auch die anderen Oppositionsparteien, weil die Bürger bekommen sonst nie einen Brief von der Regierung. Wir haben eine Gesetzesänderung gemacht, aber sie brauchen nichts zu tun. Das gibt es nur in Wahlkampfzeiten in Bayern. Und das zeigt letztlich auch den Bürgern, wie verzweifelt die CSU ist. Und das, was sie dort gemacht haben beim Familiengeld, ist obendrein etwas, was die soziale Schere in diesem Land noch weiter aufgehen lässt. Denn von diesem Familiengeld profitiert der Herr Professor, wenn er Kinder hat, da profitiert der Herr Abgeordnete davon, wenn er Kinder hat, aber da profitiert der wirklich Bedürftige, der Sozialleistungen bezieht, nicht davon, denn dem werden sie von den Sozialleistungen abgezogen. Und dass die CSU mal wieder so einen populistischen Schnellschuss gemacht hat, anstatt sich vorher mit ihrem Koalitionspartner in Berlin zusammenzusetzen, anstatt vorher mal zu gucken, wie muss ich sowas ausformulieren, dass es tatsächlich den Ärmsten der Armen zugutekommt, das ist die ganz klare Politik von Markus Söder, zu sagen, seht her, ich bringe der Heilsbringer, und im Nachgang stellt man dann fest, dass das, was angeblich Heil bringen soll, doch viel mehr Unheil letztlich im Land anrichtet, und das sind die Menschen in diesem Land schlicht leid.
Wir haben nämlich massenhaft Probleme in unserem Land, die angepackt werden müssen. Massenhaft Probleme, die angegangen werden müssen. Ich weiß nicht, wie die Situation hier in Lindenberg ist. Aber ich komme aus Nürnberg. Ich habe mein Büro mitten in Nürnberg an einem der belebtesten Plätze. Und wenn ich abends aus meinem Büro hinausgehe, dann ist es inzwischen nicht mehr die Frage, ob ich irgendwo jemanden sehe, der im Müll nach Pfandflaschen oder gar nach etwas Essbarem sucht, sondern es ist nur noch die Frage, wie oft ich jemanden sehe, der dies tut. Und das ist eine katastrophale Entwicklung in diesem Land. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren massiv zugespitzt hat, dass nämlich immer mehr Menschen in diesem Land durch unser Sozialsystem durchfallen, dass wir immer mehr Obdachlose in den Großstädten haben, dass wir immer mehr Rentner haben, die unterhalb der Armutsgrenze leben und dass wir inzwischen 4,4 Millionen Kinder haben, die von Armut in Deutschland betroffen sind. Und dagegen muss aktiv gegengesteuert werden. Und da braucht es keine Schaufensterpolitik mit einem Familiengeld à la CSU, sondern da braucht es eine echte soziale Politik, wie wir als AfD sie vorschlagen. Und deswegen sagen wir, in einer Zeit, in der jedes Geld dafür da ist, um X-Identitäten von illegal Eingereisten zu finanzieren, in dem jedes Geld da ist, um Asylbewerberheime aus dem Boden zu stampfen. In einer solchen Zeit müssen wir dieses Geld anders einsetzen. Wir müssen es dafür einsetzen, dass die wirklich Bedürftigen über die Runden kommen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Rentner nicht zu Bedürftigen verkommen. Wir sagen, es braucht eine Mindestrente, von 1300 Euro für alle, die in Bayern gearbeitet haben, die sich hier eingebracht haben, die hier in diesem Land Steuern gezahlt haben und damit diese Menschen tatsächlich davon in Würde alt werden können. Das sind wir den Generationen vor uns tatsächlich schuldig. Nun sind wir im Wahlkampf und ich komme gleich noch auf ein paar Alleinstellungsmerkmale der AfD, aber vorher möchte ich noch kurz, ganz kurz etwas zu den anderen Parteien sagen. Es gibt ja nicht nur die CSU in Bayern, es gibt auch noch die Grünen und die SPD. Und die Grünen und die SPD, die haben beide gemein, dass sie sagen, sie wollen ein Wahlrecht für Ausländer in diesem Land einführen. Dazu sagen wir als AfD ganz klar, das Wahlrecht ist das elementarste Grundrecht jeden Bürgers diesen Landes. Das Wahlrecht darf niemals zum Wahlgeschenk verkommen. Es darf erst am Ende eines Prozesses stehen, bei dem die Menschen, die in dieses Land gekommen sind, hierzulande sich eingebracht haben, gezeigt haben, dass sie bereit sind, sich an Werte wie Gleichberechtigung, wie Freiheit, wie Demokratie, wie Toleranz und Rechtsstaatlichkeit und an die Gesetze in unserem Land zu halten, das auch aktiv zu leben. Erst wenn dieser Integrationsprozess passiert ist, wenn die Menschen dann sich um eine deutsche Staatsbürgerschaft beworben haben und diese gegebenenfalls dann erlangt haben, dann dürfen sie tatsächlich hier auch das Wahlrecht ausüben. Aber das Wahlrecht zu verschenken, ohne dabei die staatsbürgerlichen Pflichten einzufordern, das ist schlicht eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Kurz einen Satz zur FDP. Sage ich nur so viel, Christian Lindner hat vor 2 Wochen noch mal ganz klar gemacht, dass es eine Obergrenze der Zuwanderung mit der FDP nicht geben kann. Mehr muss man zu dieser Partei, glaube ich, nicht sagen. Und zu den Freien Wählern sei eben gesagt, deren Bezirksspitzenkandidat im größten Bezirk in Bayern für die bayerische Landtagswahl, der Landtagsabgeordnete Florian Streibel, hat, ich zitiere wortwörtlich, gesagt: Jetzt machen wir uns in die Hose, weil irgendein Mullah mit dem Messer rumrennt. Und das, was momentan passieren würde in Deutschland, wäre ja nicht schlimmer wie das, was es mit der RAF, mit der Roten Armee-Fraktion in den 70er Jahren mal gab. Meine Damen und Herren, die Islamisten bringen momentan in einem halben Jahr mehr um als die Rote Armee-Fraktion in der gesamten Geschichte
auf dem Gewissen gehabt hat. Und das Ganze zu verharmlosen, das Problem, was wir in diesem Land inzwischen mit über 30.000 gewaltbereiten Extremisten haben, mit ein paar hundert Extremisten der Roten Armee-Fraktion zu vergleichen, das ist schlicht ein Augenverschließen vor den wahren Problemen, die wir in diesem Land haben. Und das darf für einen vernünftigen Bürger keine Alternative sein. Ich will noch ganz kurz auf ein paar Alleinstellungsmerkmale der AfD eingehen. Art 1, wir sind die einzige Partei, die sich gegen den Islamunterricht stellt. Und wir tun dies, weil wir uns auskennen mit den Menschen, die zu uns kommen, mit den Menschen muslimischen Glaubens, auch die in Deutschland teilweise in zweiter und dritter Generation leben. Wir wissen, dass die Menschen dort von klein auf über die Fernsehsender des Nahen Ostens den Antisemitismus praktisch mit der Babyflasche bekommen. Wir wissen, dass dort auch das, was ich vorhin schon angesprochen ist, dass die Frau dort weit weniger gilt wie der Mann. Und deswegen sagen wir, diese jungen Muslime, die müssen bei uns nicht in einem Islamunterricht separiert werden. Nein, die gehören in den Ethikunterricht, wo der junge Muslim mit dem jüdischen Mädchen oder mit dem atheistischen Mädchen über die freiheitlichen, demokratischen Werte der Aufklärung diskutieren muss und feststellen muss, das ist ein Mensch, der hat genauso ein Recht auf eine freie Meinung wie er auch. Nur so schaffen wir tatsächlich eine Gesellschaft, in der es auch eine gewisse Toleranz in diesem Land gibt. Wir als AfD, wir stehen als Partei ganz klar gegen Extremismus jeder Art, egal ob von rechts, von links oder aus religiösen Gründen, weil unser wichtigstes Ziel als AfD tatsächlich ist, die Demokratie in diesem Land zu stärken. Ganz viele von uns haben sich in der AfD gefunden, weil wir festgestellt haben, bei den Wahlen in der Vergangenheit. Es ist doch vollkommen egal, wen Sie vor einer Wahl wählen. Die machen danach doch was anderes, wie Sie versprochen haben. Gerhard Schröder wurde zum Genossen der Bosse. Angela Merkel ist weiter links, wie es sich jeder SPD-Kanzler jemals hätte vorstellen können. Und das ist das, was die Menschen sicherlich mit ihren Stimmen für diese Parteien nicht gewollt haben. Es gibt nur eine einzige Variante, wie man das verhindern kann. Und diese Variante heißt, wir brauchen direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Die Macht gehört auch zwischen den Wahlen in die Hände des Volkes. Die Macht gehört in die Hände des Volkes, weil die Menschen vernünftig sind und weil sie selbst am besten wissen, was gut für sie ist. Viele der Fehlentwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die hätte es nicht gegeben, hätten wir direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Den Euro hätten die Menschen niemals eingeführt, hätten sie Ende der 90er Jahre darüber abstimmen können, ob sie die D-Mark einfach so aufgeben. Und wir hätten auch entsprechende Entscheidungen in Bezug auf grenzenlose Einwanderungen mit Sicherheit nicht gehabt, denn eine Mehrheit der Menschen sagt, eine ungesteuerte Zuwanderung nach Deutschland wollen wir nicht. Und ich freue mich, dass gerade hier in Schwaben so viele tapfere Bürger sich in Kaufbeuren gefunden haben zu einem Bürgerentscheid und dass sie dort gezeigt haben, dass sie mehr Vernunft und mehr Verstand haben, wie Angela Merkel, wie Herr Steinmeier oder wie Frau Reker, die immer noch den Kniefall vor der DITIB machen. Denn die Menschen in Kaufbeuren haben gesagt, so ein Projekt, wie sie es jetzt in Köln vollendet haben, eine Großmoschee der DITIB, die wollen wir in Kaufbeuren nicht haben. Dafür darf die Stadt kein Geld zur Verfügung stellen. Und wenn wir dann sehen, dass eine Stadträtin der SPD weint, weil die Bürger anders entscheiden, wie es die SPD und andere Parteien sich vorstellt, dann wissen wir, dass die einzige Partei, die wirklich bereit ist, die Macht in die Hände des Volkes zu legen und die bereit ist, die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild auch wirklich in diesem Land einzuführen, die AfD ist.
Meine Damen und Herren, wir von der AfD, wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Unsere 13 Landtagskandidaten hier in Schwaben haben zusammen 385 Jahre Berufserfahrung, die sie tatsächlich im Arbeitsleben verbracht haben. Das sind Menschen, die wissen, wo der Schuh drückt, wo die Probleme in diesem Land liegen. Das sind keine abgehobenen Politiker. Und wir sind so stark, weil so viele Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft uns unterstützen, weil es viele sind, die mit ihren Freunden, mit ihren Arbeitskollegen, mit ihrer Familie sprechen über die Probleme im Land, über die besten Lösungen. Das ist das, wovor die anderen Parteien so viel Angst haben. Das ist das, was sie nämlich nicht im Griff haben. Diese vielen, die sich mit Herzblut dafür engagieren, dass unser Land wieder eine gute Zukunft bekommt. Deswegen möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Und ich hoffe, Sie tun die nächsten zwei Wochen auch weiterhin vieles, um in Gesprächen den ein oder anderen von unseren Zielen und unseren Ideen zu überzeugen. Denn am 14.10., da bin ich mir sicher, da gibt es ein starkes Ergebnis für die AfD, denn wir erleben, dass diese Zeit unsere Zeit ist. Wir wissen, dass Deutschland unser Land ist und Bayern unsere Heimat, für die wir alle gemeinsam kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gemeinsam statt einsam packen wir es. Dankeschön.